Haube. Ja, und bei uns fängt dann der Wisches los. Hallo Freunde, der Tom von der Isa. Ich habe eine Einladung bekommen von Mr. Nippo hier. Und der bin ich gefolgt zur Garbisberger Straße in München, Schwabing. Und das ist ein Restaurant, da geht's um die japanische Nudel. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das sind sie also, die Nudeln, die hier gemacht werden. Das ist echt lecker. Also sowas habe ich nie gegessen. Und die Suppe kann man sich so bestellen. Das heißt, was drin ist, kann man sich in Zukunft selber entscheiden. Und es wird weit unter 10 Euro sein, so ein großer Bottich. Die Nudeln sind natürlich immer drin. Hier geht es ja um die japanischen Nudeln. Was aber genau drin ist, wie zum Beispiel Fleisch oder der Spinat jetzt, oder womit der Geschmack einfach verfeinert wird, das kann man sich dann selber entscheiden. Und ja, das ist auf jeden Fall lecker. Ich esse hier noch ein bisschen weiter. Angekommen in der Küche, in dem Heiligtum sozusagen, oder? Neben mir Markus. Hallo. Servus. Wir sind eingeladen worden in dein Heiligtum jetzt hier rein. Und du hast mir schon ein bisschen was erzählt über die Geheimnisse, was hier drin versteckt sind, aber viel wichtiger hinten. Zeig mal, ja. Das ist, da kann man sich durchnudeln lassen. Nein, nicht ganz so. Da wird es gemacht. Die Nudel, die wir gerade gegessen haben, ihr habt sie gerade gesehen, gibt es nur hier solche Nudeln, oder? Die Ramen-Nudel kommt ja eigentlich aus China. Wurde nach Japan exportiert. Die Japaner haben es dann so verfeinert, dass sie da eine Kunstform draus gemacht haben. Diese Kunstform dürfte ich in Düsseldorf das erste Mal vor 10 Jahren schmecken und habe sie so verinnerlicht, dass ich dachte, okay, gut, ich bin zwar in Medien, aber vielleicht irgendwann ergibt sich ja dann mal, dass ich irgendwie wieder so einen Laden finde. Bin überall in Deutschland rumgereist, habe nie wieder so einen Laden gefunden, bin dann in München gelandet und dachte, das Einzige, was ich will, ist jetzt ja, die Ramen-Nudel nach Deutschland bringen, so wie ich sie in Japan und Düsseldorf geschmeckt habe. Und das habe ich jetzt eben gemacht, indem ich jetzt die japanische Küche hier runtergebracht habe, von Tokio hierhin und jetzt einen Ramenladen machen, Nippon-Nudels. 10 Jahre hat es gedauert. Also sie war schon sehr lecker. Und warum ich gemeint habe, sie gibt es nur hier so. Das heißt, ihr macht sie selber hier. Ja. Und man wird sie auch sonst nirgendwo in München jetzt zum Beispiel finden. Genau. Weil sie einfach auch nach deutschem Reinheitsgebot sozusagen... Deutsches Reinheitsgebot, das ist natürlich ganz wichtig. Für die japanische Nudeln, deutsches Reinheitsgebot. Es ist so, dass die Japaner ein bisschen andere Regularien haben als die Deutschen. Ja? Das macht aber nichts, weil ihre Nudeln können sie trotzdem produzieren. Aber wir produzieren die ja eigens hier. Und wenn man sie in Deutschland produziert, dann muss man natürlich auch nach deutschen Gesetzen und Regularien die Nudeln auch machen. Und die machen wir jetzt. Wir haben einen Weg, das heißt Kansui. So wie der Japaner die Nudeln macht, also macht es eine Brühe aus Salz und verschiedenen anderen Wasser, enthärtetes Wasser und so weiter. Das heißt Kansui. Dieses Kansui, das kann eben aus vielen Sachen zusammengestellt werden. Und wir haben es eben geschafft, für die Japaner zufriedenstellend, dass sie eine zufriedenstellende Nudel haben, so wie sie auch in Japan haben könnten, aber nach deutschen Gesetzen. Und also nicht Bushido, der Weg des Kriegers, ja, sondern Kansui, der Weg der Nudel. Ja, genau. Perfekt. Richtig. Markus, Dankeschön. War mir eine Freude. Ja. Auch meine Kamerafrau schmeckt's. Aber sowas habe ich auch immer drauf. Soll ich dich eigentlich anschauen oder soll ich da reinschauen? Ich bin verwirrt. Du kannst beides machen. Hallo. Grüß dich. Servus. Hallo Bruno. Ja. Schön, dass wir da sind. Ja. Also es hat mir echt auch schon geschmeckt. Ich habe gerade eine Nudelsuppe gegessen und es ist fantastisch. Also, es klingt natürlich jetzt so, als hätte ich dich gezwungen hier unten mit so einer Knarre, dass du das sagst. Aber es war nur mein Geld. Ja, ich habe ihn gar nicht erkannt vorher. Ich wusste gar nicht, dass er es ist. Ja? Darf ich das so sagen? Ja. Und da habe ich nicht irgendwas Besonderes hingeschoben oder hinschieben lassen, sondern es hat ihm offenbar so geschmeckt, wie es kam. Ja, so soll es sein. Und nicht danke, dass du da sein darfst, sondern es ist so der Gedanke, wer Lust hat, hier zu sein, der kommt und dem gefällt es hoffentlich und der kommt wieder. Ja? So, da muss man sich nicht bedanken, da müssen wir danken. Genau.
Wir haben mit Markus gerade schon die Nudelmaschine angeschaut. Er hat sie uns schön erklärt. Und hier im Hintergrund ist das Logo. Das habt ihr auch gerade gesehen. Tschüss, Christian! Ciao, danke. Servus, Christian. Was hast du gemacht? Ja, das Logo. Genau. Wer sonst? Ja. Passt auch richtig schön. Man hat den, also ist ja der Mr. Nippo. Ja, genau. Mr. Nippo, der auch auf Twitter natürlich zu erreichen ist. Und heute leider nicht da ist, ja, persönlich. Habe ich schon gesucht. Ja. Ich habe schon unter den Tischen gesucht. Er ist nicht da, aber er kommt auch mal hier. Ja. Aber das ist so das Konzept, was ich durchziehen soll, oder? So. Ja, es ist also, als ich die Figur gezeichnet habe, war schon der Gedanke, mit Flo zu zeigen, wie sie ein bisschen besser ausdrückt, was man hier erleben soll, eine gute Zeit, man hat gegessen, man fühlt sich wohl und hat... kann sich identifizieren damit, das heißt, jeder ist willkommen und dadurch ist die Figur sehr schlicht gehalten und wird auch von jedem verstanden, so war der Gedanke. Außerdem kann ich eigentlich nicht wirklich zeichnen, sondern mache immer nur aus Kreisen irgendwelche Menschen. Ja. Lässt zeichnen. Das ist wahrscheinlich nein, bei mir. Ich mache es schon selber, aber es ist... Ja. Bei mir tun angeblich kleine Emo-Mädchen, die ich im Keller eingesperrt habe, twittern. Vielleicht ist es bei dir ja auch so. Nee, ich mache das wirklich selber. Also das sind handgemachte... Normalerweise zeichne ich mit der Hand, weißt du wahrscheinlich, aber das sind in der Tat, jetzt muss ich wahrscheinlich schleichen, aber dies mache ich mit dem Zeichenprogramm von Word. Ja? Also das ist aufeinandergelegte Kreise und Quadrate und die Figur besteht aus sagen wir mal, 50 Einzelteilen so ungefähr und sieht dann von daher so symmetrisch aus. Das könnte ich mit der Hand nicht zeichnen, aber ja, so ist die Geschichte. Sehr schön. Und du hast auch schon das japanische Bier in der Hand. Ja, was in der Tschechei gebraut wird, das haben wir festgestellt, Skandal. Ja. Wir werden es umtauschen wahrscheinlich. Ein tschechisches Bier, was in Japan gebraut wird. Das glaube ich aber bei dem amerikanischen Bier auch nicht anders, wenn du das amerikanische Bier kommt auch aus der Tschechei. Ja. Ich muss immer näher ranrücken zu dir. Ja, genau. Kuschelig. Bei den Medienleuten weißt du, wie das ist. So. Gefällt mir, ich hole mir jetzt auch so ein Bier. Ja. Und wir sehen uns bald wieder. Alles klar. Freut mich. Wahnsinn. War das spontan genug? Ja. Tschüss. Endlich beim japanischen Bier und den trifft man dann natürlich den Michel Jäger. Ja, weil der Mr. Nippon, Mr. Nippo. Mr. Nippo, der Mr. Nippo hat heute Morgen zu mich getwittert. Zu mich hat er mich getwittert und hat gesagt, one box of German beer and one box of Japanese beer for my good friend Michael Jäger. Gibt's hier einen Tetra-Pack, weil du Box sagst? Die japanischen Kannst du das R nochmal so schön rollen? Tetra-Pack. Entschuldigen Sie, wir machen hier seriöses Fernsehen. Ja. Vielen Dank, Sie sind im Netz. Gefällt's dir? Hast du schon gegessen? Ich habe schon gegessen. Ja. Ich habe Ramen gegessen. Was hast du Ramen? Nicht Bilderrahmen, also Ramen, so heißt die Suppe. Achso, okay. Wussten Sie das gar nicht? Nee, wusste ich nicht. Ich wusste, dass da Nudeln drin sind. Die haben geschmeckt und das war auch gut. Nudeln und Fleisch war drin. Und Suppe. Sehr schön. Wir trinken hier noch weiter das Asahi Ashi. Wie muss auch immer aus? Bier. Ja, das Bier halt. Ja. Erst mit Malz, Gott der Hals. Auf Japan.